Warte, willst du nicht umdrehen? Achso, stimmt, hab ich vergessen. Na egal. Ein Outtake gleich am Anfang ist unsere besten. Das ja, stimmt sehr gut. Okay. Also, wir haben heute das Thema. Was ist unser erstes Thema? Erstmal ein trauriges Thema, erstmal das Thema Selbstmord oder Leute, die sich das Leben genommen haben. Also. Genau. Musiker in the Sky heißt das Thema, was so genannt, weil das im Englisch natürlich besser klingt. Weil wahrscheinlich alle Musiker, wenn es den Himmel gäbe, trotzdem Himmel kommen würden, weil sie ja keine bösen Menschen waren, im Sinne. Okay, los geht's. Okay, welche Musiker stellen wir denn vor? Ian Curtis. Jim Morrison. Kurt Cobain. Chester Bennington. Genau, welche beiden möchtest du vorstellen? Nämlich Kurt Cobain und Chester Bennington. Okay, ich stelle mir Jim Morrison von The Doors und Ian Curtis und Stefan Müller stelle ich noch vor von Tass, der ein Schicksal ist, was man so gar nicht weiß, wenn man ja, nur wenn man, gut. Dann geht's jetzt erstmal los mit Ian Curtis von Joy Division, wenn das, nee, Stefan Müller geht's los, okay. Gut, Stefan Müller klingt wie ein Name, den man sehr oft schon gehört hat. Er hat nicht gerade einen besonderen Namen, er kommt aus Deutschland, ist ein Sänger einer DDR-Band, Punk-Band gewesen, die nannten sich TASS, wie die Nachrichtendienst der Sowjetunion war ich natürlich, nicht der Sowjetunion, weil sie werden nichts zu tun. Stefan Müller ist 1987, hat er sich das Leben genommen, mit dem er gesprungen ist. Er wird zu Anfang Mitte 20 gewesen sein, da die meisten Punker zwischen 1959 und 1969 geboren sind. Mhm. Also möglicherweise war sogar noch ein halbes Kind, kann auch sein. Kann sein, dass er auch 69 geboren ist, also quasi noch nicht mehr 18 war. Kann alles sein. Das kann man leider auch nicht so genau sagen, weil nichts wirklich bekannt. So, er war bei TASS, war Sänger, hat Sänger von Texte von Makarios gesungen. Über weitere Aktivitäten in der DDR-Musikszene ist nichts leider bekannt. Eben nur ein Ende. Und es hat mir Schrammel erzählt von Henschat Anders e.V. Ich fand das sehr traurig, weil man über den einfach nichts weiß. Es gibt keine Bilder von denen. Es ist quasi ein gesichtsloser Faceless King, wie man das so pool, ein gesichtsloser König. Hm. Er hatte wohl Depressionen gehabt, wie er mir Schrammel erzählt hat. Genau. Jetzt kommt Chester Bennington. Ich denke, hier ist sowas, was zu trinken ein. Ich verdursten. Okay, also Chester Bennington ist ja der Sänger von Linkin Park und hat gerät von März 1976 in Phoenix, Arizona und er ist gestorben am 20. Juli 2017. Und ist ein US-amerikanischer Rocksänger der Band Linkin Park. Genau. Und er hat sich ja. Er ist gestorben, weil er sich erhangen hat. Also er hat irgendwie ein Seil oder sowas genommen und hat sich dann irgendwie erhängt und ist dann so gestorben. Genau, du hast ja auch Linkin Park gerne. Was hast du da für Lieblingssongs von denen? In the End, I'm Numb und ja. Papercut ist auch sehr gut. Okay. Bei den Texten ist dir auch aufgefallen, bei den Songs immer, wie die dann so klingen, dass wir vorne erzählt, dass wir im Bus saßen. Naja, ja, dass er auch so seine Depression auch darin verarbeitet hat. Und deswegen auch, manchmal auch sehr ernst und auch sehr traurig dann auch klingen auch die Songs. Er hat es versucht zu verarbeiten, aber es hat ihm trotzdem nicht gereicht. Er hat es dann trotzdem getan. Ne? Aber er hat relativ lange gelebt, weil er 41... Er ist 40 oder so geworden. Ja, und das ist relativ... Also er hat es trotzdem irgendwie durchgehalten, aber dann war es dann trotzdem zu viel. Dann. Genau. Ja, schon irgendwie trauriges Schicksal, auch von einem besonderen Sänger. Okay, Ian Curtis. Ja. Ian Curtis ist 1956 in Stratford im Vereinigten Königreich geboren. Ist, glaube ich, irgendwie ein Ort in Manchester. Da kommen ja alle Joy Division-Leute her. Das ist so ein Arbeiterviertel gewesen. Ja, genau. Und er ist verstorben in Macclesfield in dem Vereinigten Königreich am 18. Mai 1980. Ian Curtis wurde nur 24 Jahre alt. Mhm. Er ist halt ein bedeutender Sänger der frühen Post-Punk-Gruppe Joy Division, also was so viel heißt wie geteilte Freude, obwohl Joy Division alles andere als
fröhlich war. Die Texte waren schon sehr tiefgründig, sehr traurig. Er hat viele Dinge verarbeitet, die er auch selber erlebt hat. Es gibt einen Text von denen, der Text heißt Love, TSU Apart. Es geht halt ein bisschen darum, dass er, also ein Lied über seine Frau, wo er darüber singt, dass er irgendwie das Gefühl hat, dass das irgendwie funktionieren kann. Durch ihn auch wahrscheinlich. Mhm. Und der andere Song, den ich sehr toll finde, ist Lost in the Will. Jetzt fällt gerade der Titel nicht an. Ist auf jeden Fall. Achso, She Lost Control, also sie verliert die Kontrolle. Der hat eine Zeit lang, bevor er Musik gemacht hat, in der Werkstatt gearbeitet, wo halt behinderte Menschen auch waren. Und da war eine Mädel, das hatte ganz doll so Epilepsie gehabt, genauso wie er. Und die hat auf die Kontrolle verloren bei einem Anfall. Also war dann plötzlich ganz anders. Hm. Singt er halt in diesem Song und viele andere Songs, die immer sehr traurig, sehr düster sind. Hm. Aber irgendwie auch sehr besonders, die Texte. Deswegen waren die eigentlich nie wirklich fröhlich. Also die Fröhlichkeit in diesem Bandnamen ist eigentlich großartiger Unsinn. genau, und man merkt, finde ich, so bei Tune die Trauer. Und trotzdem war der sehr stark. Der hat es geschafft, trotzdem auf der Bühne zu stehen, obwohl er immer die Anfälle immer hatte. Ja. Also war schon ein starker Mensch, glaube ich, obwohl es halt irgendwann nicht mehr geschafft hat. So. Ja. Wie auch aber eher, wenn ihn anfällen, dann halt genau. So zu viel. Ich denke, beide hätten, alle drei Leute, die gerade verurteilt hatten, hätten psychologische Hilfe gebraucht von einem Psychologen zum Beispiel. Hm. Aber zu damaligen Zeit, gerade die ersten beiden, also wie halt Ian Curtis oder auch der Steffen Müller, damals waren psychische Erkrankungen und sowas etwas zu verrückt gewesen. Hm. Und ihr andere. Hätten sie sich in ein Irrenhaus oder sowas gestellt. Ja, richtig, ja. Also, was willst du da? Ich meine, da gehörst du auch noch gar nicht hin. Hm. Deswegen kann man sehr froh sein, dass es heute andere Mittel gibt, um sich helfen zu lassen. Ja, und auch wenn es auch Pillen gibt, also Antidepressiva oder so. Genau. Oder eben mit jemandem reden, das ist immer ganz wichtig. Und wenn ihr jetzt den Podcast hört, wäscht ihr, dass ihr ähnliche Probleme habt oder damit nicht klarkommt, würde ich euch empfehlen, einfach den Podcast nicht mehr weiterzuhören. Würde ich einmal so sagen. Und dann einfach. Ihr könnt dann weiterspulen. Ne? Wir sagen euch noch in der Podcast schreiben, wo ihr weiterspulen könnt. Und sonst wisst ihr ja, gibt es ja Nottelefone, wo ihr anrufen könnt. Ja. Und einfach mit den Nächsten reden, mit denen ihr Vertrauen habt. Einfach, wenn es jetzt euch irgendwie getriggert hat, was wir reden. Was natürlich sein kann. Ian Curtis hat sich übrigens auch erhangen. Ja. Auch ein sehr, nicht besonders schön. Habe ich auch jetzt. Mir hat Sternchen noch hingemacht, aber ich es nicht vergesse. Sternchen hat sich. Okay, jetzt kommt der Nirvana-Sänger, der Kurt Cobain. Okay. Okay, also er ist geboren am 20. Februar 1967 in Aberdeen, Washington und gestorben am 5. April 1994 in Saturday, Washington, US-amerikanischer Rockmusiker. Er war Sänger und Gitarrist der Band Nirvana. Berühmt wurden fast alle Lieder, die er geschrieben hat. Ja, genau. Ich hatte hier noch was rausgesucht zum Tod, glaube ich. Genau, hier. Achso, nicht hier. Immer. Hier ist das mit dem Tod. Naja. Anfang März 1994 wurde die in Ultratour aufgrund von Cobains Drogen- und Magenproblemen unterbrochen. Cobain und Ehefrau Aufführung am 2. März nach Rom. Dort wurde Cobain Zeit später im Koma liegend im Krankenhaus eingeliefert. Die Mediziner ging von einem Suizidversuch durch nahe Beruhigungsmittel und kurz Zeit später widersprach Cobain allerdings diese Dinge. Außerdem teilte der Öffentlichkeit mit, dass er allerdings einen versehen gewesen sei, weil er Schmerzmittel genommen hatte und danach zu viel Alkohol getrunken habe. Aufdrängen seiner näheren Umfeld durchzog sich Cobain einen Drogenunterzug im Alcova Center in Marin del Rey. Genau, sie 4 Tage später? 4 Tage später, am 5. April starb Cobain in seinem Haus in Saturday. Er wurde mit einer Überdosis Heroin und einem Kopfschuss aus seinem Auto 5 selbstladende Flinte aufgenommen. Genau. Schon schlimm, nicht?
Sogar die Waffe ist bekannt. Schon irgendwie verrückt. Okay, ja. Jetzt haben wir jemanden, ja. Klar. Genau. Warum denn? Gut, Jim Morrison kommt als nächstes. The Doors ist ja eine, auch eine wichtige Band für die 70er Jahre gewesen. Die haben so die, das nennt sich, also so mit Orgel ganz viel. Der Bassist hat kein Bass gespielt, sondern eine Orgel. Und der hat die Basstöne auf einer Orgel gespielt. Jim Morrison war Sänger und Texter der Band. Oh, unter anderem. Schlecht. Genau, ganz viel coole Band eigentlich für ihre Zeit. Übrigens habe ich jetzt in einer Radiosendung gehört, wo der Sänger von Lizard Pool war, der Vincent Ole, der ist ein großer Fan von Jim Morrison zum Beispiel. Er heißt eigentlich James Douglas Morrison, genannt Jims, Jim, nicht Jims, Jim. Ich kann nicht mehr sprechen. Er wurde am 8. Dezember 1943 in Melbourne, Florida geboren und ist 71 in Paris verstorben mit, ich glaube, 28 oder 27. Einer von den beiden, entweder Kurt Cobain in der ersten 25er Club, das kann ich sagen, welcher. Er war ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Lyriker, der Frontmann der Rockband The Doors. Genau. Gut, dann hier. Genau, die Todesumstände. Trotz zahlreicher Abweichungen um die Zeit geben Jim Morrison Biografen mehr als offizielle Lesenart, dem auf Paracoden zurückgehenden Bericht wieder, dass Corson Jim Morrison am Morgen des 3. Juli 1971 in ihrer Pariser Wohnung aufgeweckt habe. Dass sie wahrnahm, dass er starke Atembeschwerden hatte. Sie brachte Morrison in die Badewanne, um ihn kalt abzuduschen. In der Badewanne erbrach sich Morrison mehrmals und blutete aus der Nase. Schließlich setzte seine Atmung aus. Als er wegen Asphyxie zu Hilfe gerufen, Rettungsdienst der Pariser Feuerwehr am 3. Juli 71 Minuten nach dem Hilferuf eintraf, war Morrison tot. Der Rockstar nicht erkannt worden war und Untersuchungen Kriminalbeamten was das Drogen im Spiel war. Sich der Rechtsmediziner auf eine Obduktion, was? Ach, so ein weit rumspiel man wurde nicht obduziert. Na, ganz toll. Aha. Toll. Weil wow. Aber dass die Obduktion den Verdacht des Drogenkonsums bestätigen würde. Die Untersuchungsbehörden gingen davon aus, dass Morrisons Fall im Fall eine Drogenüberdosis seinen Tod selbst verschuldet hatte. Ja. Aha. Toll. Deswegen wurde er nicht untersucht. Wow. Nur weil er Drogen genommen hat. Das ist ja sehr toll. Yay. Genau. Wow. Das ist jetzt die dritten Musiker, nee, die wir jetzt vorgestellt haben. Aber irgendwie, weil gut, bei Kurt Cobain wird es nochmal untersucht, die ist ein Fall. Aber da ist es relativ gleich, man hatte schon einen Mordversuch schon gehabt, kurz bevor er verstorben ist. Mhm. Mit den Tabletten, dass er gesagt hat, dass er die nicht nehmen wollte. Ist, also, nein, niemals. Das ist, glaube ich, und dann stoppt er so, Vater danach. Dann so, okay. Ich glaube, das war dann eher eine Ausrede, weil er vielleicht nicht wissen wollte, dass er eigentlich krank ist. Ja, das sollte er wissen, dass er dann so ein Problem hat. Jim Morrison hat auch kein Drogenproblem gehabt, bestimmt auch ein psychisches Problem, wenn du über das psychische Problem hast, nämlich auch Drogen. Weil ich meine, wenn du nichts hättest, würdest du keine Drogen nehmen, denke ich. Weil Drogen ja, deswegen, damit du andere Sachen wahrnehmen kannst, die du sonst nicht sehen würdest. Ja. Ja, deswegen finde ich die Untersuchung, na gut, ich glaube, wenn es versucht worden wäre, wäre wahrscheinlich rausgekommen, dass er wahrscheinlich sowieso sich getötet, also selber rausgesprungen ist. Ja. Glaube ich jetzt einfach mal, das denke ich mir und so. Und jetzt kommt ein zweites Thema, was eigentlich lustig ist. Das haben wir in unserem Rätsel jetzt genannt, das doppelte Musikerleinchen. Nein. Und da haben wir jetzt mal Bilder, die entweder Ian Curtis oder Makarios zeigen. Ich habe es natürlich beschriftet, aber wir können ja mal so raufgucken. Auf welchem Bild findest du denn, dass man das ein bisschen verwechseln könnte, die beiden? Also hier, denke. Ja, hier auf jeden Fall. Hier finde ich es, aber hier bei den beiden eigentlich auch so. Das passt eigentlich auch ganz gut. Also hier ist es ganz klar. Ja, das ist mal klar, das ist aber stimmt, aber von dieser auch, aber trotzdem von der Art, wie das Gesicht ist, könnte es trotzdem passen, wenn er, glaube ich, ein bisschen älter wäre, könnte er. Ja, aber auf jeden Fall hier. Ja, hier sieht es ganz. Ich glaube halt nun, also Makarios würde nicht die zwei da zur Hilfe nehmen, weil er halt nur eine Prothese hat, deswegen würde er es nicht so machen. Deswegen hat es wahrscheinlich so ein bisschen abgewandelt. Ich kann mir Makarios echt vorstellen, dass der vielleicht in den 80er Jahren mal so eine Musikzeitschrift gefunden hat, wo Ian Curtis zu sehen ist. Mhm. Denn ich glaube, der hat ihm bestimmt das Vorbild genommen. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass er sich so extra so hinstellt wie der. Oh, können Sie mal so zeigen? Dann könnt ihr mal gucken. Mal kurz. Genau, perfekt, ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, es gab ja teilweise im Osten ja auch so Musikzeitschriften, die aus dem Westen gekommen sind. Vielleicht hat er da vielleicht jemand gesehen. Ach so, oh, der sieht ja toll aus, der will ich genauso sein, weißt du? Hm. Der junge Makar ist so. Ach so, jetzt schien es die echt. Hast du. Oh nein! Genau. Wollen wir es auch mal zeigen? Ja, mach mal. Was lustig ist. Ja. Kannst du mal was lustig sagen? Das ist Jeans. Schön, oder?
Der komische Jeans, oder? Wir können ja mal erzählen, worum es da geht, während die wir rausgesucht haben. Magst du mal erzählen, was da passiert ist? Er hat eine Echtasse gekriegt und hat sich riesig gefreut. Ja! Genau, über diese Echtasse. Man sieht, ach guck mal, wie seine Hände, wie dünn die sind und die Ärmchen, nicht wahr? Ja. Und hier gibt es ein schönes Bild von, wo man auch Sven sieht. Wo der so, guck mal, wie er da guckt. Der guckt ja so ein bisschen so, als würde er sich freuen wollen. Also so tut, als würde er sich freuen, ne? Oder hier auch. Also hier tut er so, als würde er sich freuen. Da fragt er sich so, warum bin ich hier? Warum? Ja. Genau, das haben wir rausgeweist, weil sie irgendwie lustig finden. Jetzt geht's hier weiter mit unseren Ian Curtis und Makarios. Hier finde ich es aber auch interessant. Hier passen die auch beide gut zusammen. Mhm. Hier auch. Hier auch. Also das ist auch ganz krass. Hier sieht man gerade, er hat ein bisschen sich geschminkt. So ein bisschen halt so, halt so Eyeliner drauf. Hier auch. Ja, ja. Gott. Glück hast, oder? Musst du nicht kopieren. Macht er aber irgendwie immer noch. Also auch immer noch hier. Obwohl er jetzt, sag ich mal, schon älter ist. Genau, er hat das fürs Kissen vorbereitet. Ja. Genau. Ja, also macht er mit den Tieren. Genau, hier ist Vincent. Ich finde, dass Vincent. Also hier ist man das, ja. Hier passt es ganz gut zusammen. Weil er ein ähnliches Gesicht mal trotzdem hat. Ist aber jetzt, wo er älter ist, irgendwie nicht mal ganz so viel Ähnlichkeit. Aber da war er. Immer war da eine Ähnlichkeit. Weil er da auch auf der Jünger war noch ein bisschen. Bisschen schlanker, also war, ne? Also nicht so ganz kräftig so. Jetzt ist er natürlich auch ein bisschen kräftiger als auf der Kabel, deswegen sieht er auch nicht mal aus wie Ian Curtis, aber ich denke, das finde ich auch sehr interessant, das Bild. Mhm. Ich finde gerade die beiden sind sich doch so ein bisschen ähnlich, so, weil die beiden auch die Augen zu haben. Mhm. Genau, so, hier haben wir nochmal. Ja, auf hier mit Vincent. Genau, und jetzt kommen die beiden. Okay, jetzt könnt ihr mal schauen, ob ihr eine Ähnlichkeit seht. Also ich sehe eine. Also sie findet zumindest ein kleines bisschen. Ja. So. Genau, sehr schön. Finde ich eigentlich ganz interessant, die Bilder. Und jetzt kommt unser. Aber die sind nicht wirklich, wirklich so wechselähnlich. Da würde ich auch, also würde ich es nicht wissen. Ja. Auch mit der Frisur. Ja. Tim Völke ist ja eigentlich ein relativ unbekannter Musiker aus Leipzig, den quasi sowieso niemand kennt. Und der sieht einfach aus. Und würde man nicht wissen, dass er eigentlich anders jetzt aussieht, weil er jetzt nicht mehr so lange Haare hat, dann würde man mal schon denken, dass er. Ungefähr vor 10 Jahren, glaube ich, das Video entstanden. Dieses Video. So. Genau, es ist einer von den beiden ist Kurt Cobain. Und einer ist einfach nur ein unbekannter Leipziger Musiker. Oh Mann, wie nett. Okay. Ich habe ein paar Lieblingsbands aufgeschrieben. Genau. Über Raffeln kannst du wieder reden, nicht wahr? Was haben wir nämlich jetzt erfahren? Ja, also anscheinend wollte das mit den Verhandlungen gehen, die also doch aufgelegt und ist doch jetzt nicht und auch so ist alles okay. Also, kommen wir über die reden. Juhu! Genau. Ja. Das ist doch so alles gut. Hast du eigentlich irgendwie einen Song, wo du dich erinnern kannst, den du alle ersten Mal gehört hast vom Rammstein, den du am besten fandest gleich? Also Engel zum Beispiel war so einer der ersten Songs, die ich erst gehört habe. Den fand ich eigentlich sehr gut. Ah ja, bei mir ist es ja auch Engel, siehst du, wo wieder mal genau, da bin ich auch Engel in der 4. Klasse bei Herr Schirmer, da hat er uns Engel vorgespielt zum Beispiel. Ja. Herr Schirmer ist quasi schuld. Ja. Dass ich jetzt Rammstein auch gut finde, siehst du. Ach komm. Aber sehr gut, vielen Dank. Ja. Ja, das, genau. Genau. Genau, dann haben wir noch Kuren. Gibt es da einen Song, den du besonders gut findest? Das hast du mir doch schon auch irgendwann gesagt. Nee, bei Kuren nicht, eher von. Das ist schwer, weil eigentlich findet er sehr viele Songs gut, also da kann ich mich nicht entscheiden. Okay, bei Linkin Park, wenn wir schon mal dabei sind. Achso, ja. Also wie gesagt, halt In the End oder Paper Cut oder halt I'm Numb zum Beispiel. Ah ja, die Songs sind halt sehr gut, wie gesagt. Ich finde es sehr gut. Ja, ich finde eigentlich, ich linke kommt auch bei Radio 1 immer noch. Ich finde sowieso, es ist ja ganz angenehm, die sich anzuhören, weil die eigentlich sehr gut, gute Musik gemacht haben. Bei Nirvana mag ich den Song, finde ich den Song Polly eigentlich ganz gut.
Den Unterhalt, den Hit finde ich auch nicht schlecht, aber es ist nicht mein Lieblings. Also dieser Smells Like Teen Spirit, der wird einfach wieder so oft gespielt. Das find ich finde fast so ein paar Sachen, die nicht so bekannt sind, viel besser von Nirvana, weil die auch so ein bisschen wütender sind teilweise. Das ist immer, also wenn ich schon was höre, wie auch wütende Sachen hören und mich auch immer gerne anschreien lassen. So. Ich finde, der konnte sehr gut wütend auch so singen, fand ich. Von Joy Division gibt es sehr viele Songs, die ich mag. Zum Beispiel eben, glaube ich. Auch ein guter Nirvana-Song, aber vielleicht jetzt nicht so bekannt. Lake of Fire ist auch der gut. Ist auch gut, stimmt, ja. Von Joy Division, ich muss kurz mal gucken, wie die anderen Songs. Ich fallen momentan nur eben dieses She Lost Control und Love Tears You Apart. Der Song Tears You Apart wurde schon ewig, also schon sehr oft schon gecovert, habe ich festgestellt. Auch von The Art. Obwohl auch Jeansville, dass der die Art-Version nicht so mag, weil er findet, dass das Joy Division am besten gemacht haben. Ich finde die Art-Version ganz okay. Man kann sich die anhören. Aber ich finde es, so wie der Sänger von der Division macht, kann man es eigentlich nicht nochmal singen. Das ist einfach, glaube ich. Die Uncrewn Clashes ist meine Lieblingsplatte von denen. Da ist Disorder sehr gut. She Lost Control ist sehr gut. Also kenne ich gar nicht mehr. Genau, She Lost Control ist hier doppelt drauf, okay. Und Schwarze Mischen ist auch sehr gut. Das ist auch so ein bisschen so ein fröhlicherer Song, so ein bisschen darum geht, dass er halt Radio irgendwas hört und das dann toll findet, was er dann im Radio hört. Das wäre sehr toll. Die Closer ist auch sehr gut, da finde ich Isolation ganz gut. Heart and Soul mag ich sehr gerne. Genau, das sind so die Songs, die ich sehr mag. Und Tease Day ist auch ganz hübsch. Genau, und das ist das. Wir haben drei oder vier Alben hier raus. Gut, hier sind welche doppelt, weil die nochmal neu. Eigentlich nur zwei Alben haben die quasi rausgebracht. Ja. Weil nachdem, wo das zweite Album rausgekommen ist, hat sich der Sänger ja schon. Ist er schon. Das Leben leider schon genommen. Achso, ja. Deswegen gab es nur zwei Alben und danach haben einige Mitglieder von denen als New Order weitergemacht. Aber da eher ganz anders. Also viel experimenteller, ganz anders als Joy Division. Deswegen gibt es immer bei Leuten, die Joy Division mögen, die Leute, die Joy Division mögen und welche, die New Order mögen. Ich mag lieber Joy Division. So, das ist Lizard Pur, die mögen lieber New Order zum Beispiel. Habe ich gehört, weil der findet das besser. Deswegen finde ich es nicht so gut, wenn er mit Joy Division verglichen wird, seine Band. Also sollte man wissen, Oli, wo er mit New Order vergleicht, wenn er machen würde, weil ich finde, der klingt nicht wie New Order, aber naja. Okay. Achso, übrigens auch Herr Makarius, habe ich öfter schon gelesen, der Ian Curtis von Leipzig sein. Na genau. Laut einigen Mädchen. Genau, was haben wir hier noch? So Slipknot hatten wir noch. Ja. Warte, kommt gleich Hilfe? Ja, hilf mir mal. Okay, musst du mal so gucken. Ob du, hast du ein Album, was du von ihm magst? Kannst ja. Kannst ja mal, hier sind noch die Alben, dass du vielleicht irgendwann ein Album mal anschauen kannst. Hier, das glaube ich, stimmt, das hast du, glaube ich. Kannst ja mal raufgehen dann. Ja. Ich mache mal den Ton aus, wie das wir nachher besser vorstellen. Bitte? So. Danke. Okay. Dann darfst du dich mal beschäftigen damit. Ja. Den Namen sind ja immer ein bisschen nur Leute, die süßen. Naja, genau. Oh, gut. Okay. Oh, ich finde zum Beispiel den Song hier, Scissors zum Beispiel. Ah oh ja, das ist schon, ja, okay. Auch sehr gut. Mhm. Okay, gut, dann haben wir noch, hatten wir es gerade schon. Bei Fliegen der Stürme finden wir einige Sachen sehr lustig. Wie zum Beispiel Tag der Armut mögen wir sehr gerne. Ja. Der Tag der Armut wird nicht gefeiert. Was ich auch sehr mag, ist der Song. ich habe vergessen, muss nochmal gleich aufstehen, dir deine Blätter holen, damit du gleich deine Sachen mit den Videos vorstellen kannst. Ach schon, ja. Kann ich dir gleich holen. Den finde ich eigentlich ganz gut. Ein Tropfen ins Feuer finde ich noch sehr gut. Das ist auch ein guter Song. Dann den Bakterien. Das ist auch ein guter Song. Da geht es ein bisschen darum, zum Beispiel in der Bahn ein Typ mit Regenschirm kommt da drin vor. Wir sind doch alle immer Papst. Eigentlich mag ich fast alle Songs von den Fliegenden Stürmen, weil die alle ein bisschen sehr gut sind. Ein bisschen sehr gut sind, toll. Genau. Gut. Dann habe ich den Plattenlauf mich aufgeschrieben, die habe ich jetzt so nochmal wie ein bisschen entdeckt. Da mag ich den einen Song sehr, ohne Sinn sehr gerne, da geht es so ein bisschen um die DDR im Song. Dann Sacco und Panzetti, da geht es ein bisschen um, dass man halt versuchen sollte, mehr auf die Natur zu achten und eben nicht nur auf sich selber zu achten.
Demonstration, wo es eben darum geht, dass eine DDR-Demonstration immer politisch von der Partei immer gemacht wurde. Also man konnte seine eigene Meinung sowieso nicht sagen, sollte nur sagen, juhu, ich finde das toll, was die Regierung macht. Yay, juhu, und alle klatschen mit und so. Die finde ich ganz gut. Ja, so die, eigentlich so die Hits in Anführungszeichen von der Band sind eigentlich sehr gut, die immer noch gespielt werden von einigen Punkbands. Die Diving Lines, da mag ich das neue Album sehr gerne und den Song Apathy, der ist sehr gut, weil da. Und im Song Dance, wo es ein bisschen um Panikattacke geht, da werden die Symptome einer Panikattacke geschrieben. Genau. Das aus Pool mag ich eigentlich beide Alben sehr gerne. Also ich mag gerne Wave of Joy sehr gerne. Mhm. Das ist eigentlich ein schöner Song. Faceless Kings, auch ein guter Song. Oder Movie House, Your Song, aber irgendwie, also Cure, weil die haben auch so einen Song, der heißt dann ein anderer Titel und dann auch Your Song. Die scheinen die Cure-Fans zu sein. Genau, ich glaube. Und Müggelsee von Platten hat es auch sehr lustig, wo die dann eine Reise am Müggelsee und alles mögliche mitnehmen, wie so ein Teppich. Hä? Ja, genau. Ah, ja, genau. Da muss ich gleich wissen. Wenn ich gerade weitermachen kann, hole ich uns mal kurz unsere Stuck überlagern. Zimmer. Wir sind sehr schau geworden heute. Genau, ja, Müggelsee nimmt man erstmal kurz einen Teppich mit, nicht wahr? Ja, immer so. Na klar. Der Teppich mit. Ob sie ganz nüchtern waren, dass sie das geschrieben haben. Ich glaube, das waren sie aber wahrscheinlich ja nicht. Oh. Okay, jetzt kommt. Alicia ist 74 Ideen. Ja. Juhu. Oh. Ah. Ja. Also, was haben wir denn hier so? Hast du hier. Habe ich ein Packing Your Marshmallow Order. Also ein Video von, dass jemand so Marshmallows herstellt. Mhm. Dann haben wir so eine Masse, eine Marshmallow-Masse. Ah, ja. Dann schneiden die es dann so und dann haben die dann so eine Marshmallows. Ah, ja. Und dann packen die es dann so viele Leute so ein und so viele Marshmallows und dann packen die dann so eine, so viele Marshmallows wie die wollen und dann hat dann so rein. Dann haben zum Beispiel blaue Marshmallows oder braune und so Schokogeschmack. Oder dann hast du eine blau, wenn ich blau wäre und dann packen wir es dann so rein. Ah, ja, ist sehr schön. Das Video ist ja, hat die Frau halt so einen Kuchen gemacht und der sieht aus wie ein Fahrradhelm. Und dann, man denkt ja, weiß nicht, dass das ein Kuchen ist, dann denkt man, es ist ein richtiger Fahrradhelm und eine Scheiße ist dann durch. Und dann so, tja, ist doch nur ein Kuchen. Das ist sehr lustig. So lustig. So, dann halt auch so Videos da, wo Leute dann halt hier so eine Schale mit Bonbons oder so füllen, weil ich halt die Bonbons oder diese Süßigkeiten halt sehr interessant fand. So diese sauren Süßigkeiten oder hier diese M&M's oder diese süßen Sachen halt dann auch mal sowas rausgesucht oder halt ein Kuchen, der aussieht wie ein McDonald's Happy Meal, was man auch sowas machen kann, dann schneidet man so durch und dann ist halt ein Kuchen, obwohl es so echt aussieht. Oh, cool. Ja. Das stimmt. Oder ein Telefonkuchen. Das fand ich auch sehr gut, ja. Ich kann sich ein paar Sachen nehmen für das vegetarische Picknick, das vielleicht mal ausprobieren, dachte ich so, wenn du so tolle Ideen rausgesucht hast. Oder ein Barbie Marshmallow, der einfach mal pink ist. Das ist auch sehr schön, finde ich. Ja. Oh, interessant. Ja. 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 Barbie Marshmallow oder halt Pikachu-Kuchen. Das könnte auch interessant. Ja, stimmt. Oder eine Lunchbox füllen und dann halt dann Dinosaurier-Nuggets oder sowas reinmachen und dann halt Dinosaurier-Sachen und so. Okay. Auch gut. Form. Ja. Oder hier habe ich auch ein bisschen Make-up rausgesucht, dann halt hier so Transgender-Make-up gefunden. Genau. Dann habe ich auch einen Haircut gefunden, also hier so ein Haarschnitt, der aussieht wie Jellyfish, also so eine Qualle auch gefunden. Ah ja, sehr schön, ja. Dann ein Kuchen, der aussieht wie so ein Auto, wie so ein Lego-Auto. Aber lustig. Das fand ich auch gut, ja. Ja.
ein TikTok-Kuchen. Das ist auch cool, ein TikTok-Kuchen, ja. Oder eine Zirkus-Lunchbox dann. Ah ja. Oh, richtig. Stimmt. Ja. Ist ja auch ein sehr gutes Clown-Make-up für dich auch gefunden. Ja, stimmt. Kann ja also kriegen. Dann habe ich auch eine tolle Idee für. Dann habe ich auch hier sowas. Für Frühstück auch eine tolle Idee gefunden, dass man irgendwie ein Brot, irgendwie dann das Innere rausschneidet, dann hat man ein Loch, dann macht man da ein Ei rein, dann hat man einen Toast mit Ei drin. Das kann man dann so zum Frühstück essen. Das ist auch interessant. Dann ein Super Mario Lunchbox. Ah ja. Yeah. Ja, dann. Oder eine Regenbogen-Einhorn-Lunchbox. Ich habe Ideen gefunden. Ja. Du hast echt fleißig gestern und vorgestern. Du hast jetzt mehrere Tage, das auch immer rausgefunden. Ja. Du hast gleich vor 3 Tagen, glaube ich, deine Ideen. Bin ich echt begeistert. Ja. Meine Aufgabe war gestern quasi nur, das alles als gelesen zu markieren, weil du mich überraschen wolltest mit deinen Ideen. Ja. Oh Mann, das war lustig. Das habe ich einfach mal so genommen, weil die Frau ist Albino, also so Albino, also halt komplett weiß, also auch die Haare und auch die Wimpern sind auch weiß. Und darauf dann so die orangen, sind so orange angemalt und so. Und dann, das sieht dann schön aus, so orange und auch weiß. Dann habe ich das mal so einfach angenommen, weil ich das so schön fand. Ja, das klingt schön. Ja, wir haben sehr viele Sachen gefunden, ja. Sehr, sehr viel, das stimmt. Ja. Also verschiedene Arten, so was man so für eine Lunchbox machen kann, was man so reinmachen kann. Dinosaurier, genau. Super Mario. Was hast du denn da eingegeben, als du das gefunden hast? Hast du bestimmte Suchbegriffe eingegeben oder ist es einfach so? Nee, ich habe es einfach gefunden. Ach so, okay. Ja. Sehr schön. Sieht aus Clown Make-up, was du gefunden hast für dein Clown-Outfit. Ja. Auch sehr gut. Ja. Genau, sehr schön. Ja. Warst du echt fleißig gewesen? Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ich habe ja sehr viel gefunden. Mhm. Genau, war ja dein Plan gewesen gestern. Ja. Genau, jetzt habe ich noch meine 10 letzten Musikvideos rausgesucht, die ich sehr gut finde. Und das erste, ich habe es einfach irgendwie, es hat das keine Sortierung, wahrscheinlich müsste ich es vorstellen, weil ich jetzt als erstes gesehen habe, aber ich mache es einfach irgendwie. Also zuerst habe ich die Diving Dance mit Apathy, ist halt ein Lied, wo es auch ein bisschen um die Ängste geht. Und es ist sehr schön schwarz-weiß, wo auch man alle sieht, die verschiedenen interessante Gesichter machen von den anderen, von den Diving Dance. Das sieht ein bisschen aus. Aber wir können ja nachher über Apollo darüber reden, was wir uns ausgedacht haben, was denn wäre, wenn man ihn irgendwas fragen würde, nicht wahr? Achso, ja. Wenn ich fertig bin, machen wir es gleich. Dann als zweites habe ich Varsis mit Pandora. Da sieht man mal ganz kurz, Gumpi hat da gerade eine kurze Hose an, sieht man dann mal kurz seine Beine. Hat wenigstens die dünne Beine. Aber bei ihm sieht es nicht so schlimm aus, die Beine. Relativ gut trainiert die Beine tatsächlich so. Durch eigentlich sehr gut aus. Das würde mich denken, dass er schon 60 ist. In dem Jahr ist er 60 geworden, also letztes Jahr, wo es rauskam. Bin ich echt begeistert. Das heißt Pandora, da hat die Band Varsis versucht, das Bandprojekt sich in einen Attentäter reinzuversetzen. Es gab doch gerade diesen Anschlag, wo doch dann mehrere Leute auch gestorben sind. Hat jemand einen Meter rumgeschossen. Er wollte eigentlich nur Ausländer treffen, hat aber auch noch andere Leute dann irgendwie auf jeden Fall dann versucht, das so sich vorzustellen, quasi, dass er am Anfang quasi gar nicht auffällt und irgendwann hat er die Idee, ganz groß rauszukommen, eine große Bühne sich zu geben. Das ist echt krasser Song, muss ich sagen. Es ist gar nicht wie ein gut. Das dritte Video ist von ihm, einer bekannten Kuschel-Gothic-Rock-Band, sag ich mal, weil die waren ja schon eher ein bisschen seichter. Hm. Für viele Gothics war das damals so zu poppig geworden. Auch gut. Oh nein! Schlimm, ne? Das heißt Join Me and Death, das ist ein sehr schöner Song. Das ist ein bisschen wie Eiskönigin gemacht, quasi. So wie dieses Märchen-Eiskönigin. Und dann als nächstes Markus Wieberscher Tag wird kommen, ist ja eher ein Spiel, ein Kurzspielfilm, geht um 10 Minuten. Und da geht es quasi um einen Fußballer, der. Ich brauche ganz schön lange für einen Song, aber das passt eigentlich. Das passt zu diesem Song sehr gut. Die Geschichte, dass ein homosexueller Fußballspieler nicht traut zu outen, es einfach nicht schafft, weil er die Angst hat, dass er damit seine Fußballkarriere zerstört, schützt sie aber trotzdem, weil er irgendwann
eben nicht mehr mit sich selber klarkommt. Er kann irgendwann nicht mehr dieses Maskerade nicht mehr aufsetzen. Er kann nicht mehr seine Freundin neben sich haben, die er gar nicht liebt. Und irgendwann fängt er sich ganz viele Strafen halt an im Fußball, weil er einfach ungerecht wird. Weil er sich selber ungerecht behandelt fühlt. Und in dem Lied gibt es kein Happy End. Es ist halt nur, der Tag wird kommen, es wird passieren. So, ne? Und immer wieder, wenn man hört, dass Leute sich trauen, das ist ein richtig großer Schritt, finde ich. Dass er eben nicht so viel Fußball hat, der später keine gute Karriere mehr hat, weil er halt sich nicht getraut hat. Und eben ist es wahrscheinlich wirklich so, das wird ein paar Wochen Thema sein, dann ist es okay. Ich glaube, die Menschen müssen erstmal dran gewöhnen, denke ich. Also das ist wichtig. So. It's who you are. Das Musikvideo ist sehr lustig, weil da steht der Sänger von The Love Factory seine Jacke wegwirft. Und dann da scheint so. Oh, also es fängt ja damit an, dass Jeans quasi den Wecker ausmacht um 7 und, ja, dann, und dann auch Zähne putzt auch. Also ja, erstmal ausmacht, dann Zähne putzen. Also, genau, das ist auch ziemlich lustig, muss man sagen. Also er schreibt sich vor den Wecker und dann, dann putzt er erstmal die Zähne und dann. Genau, die war dann ganz gut. Das dritt-vierte Video ist von Die Zucht, Heimatlied. Was macht der Makarios auf den. Er versteckt seinen Doppelkind und macht die ganze Zeit so. Ja, okay. Einmal dieses Lied, was man von Die Arte eigentlich erkennt, von Die Zucht, ist ein bisschen umgewandelt worden. Also das Original von Die Zucht ist ein bisschen anders, als man es heute spielt. Wow. Es ist etwas anders, aber auch eigentlich ganz schön. Man kann sich daran gewöhnen. Es ist eigentlich ganz hübsche Aufnahme. Reinhard May, und Freunde, meine Söhne gebe ich nichts. Es geht darum, das ist ja so, dass wenn in einem Land Krieg herrscht oder Krieg herrscht, dann muss ja jeder eingezogen werden, der eine männliche Person ist. Darum geht es, dass diese Frauen, also die Frauen, also geht es in dem Lied, dass die Mütter nicht wollen, dass ihre Söhne für den einen Land sterben müssen. Mhm. Und das hat Reinhard May geschrieben, ein Liedermacher. Und das finde ich so schön. Das ist so ergreifend, weil diese Frauen quasi sich ihre Seele rausschreien quasi für ihre Kinder. Und ich möchte auch nicht, dass das passiert, dass wir nochmal dienen müssen. Ich hoffe einfach, dass wir nicht das machen müssen. Wie eine Stimme Puppen. Rabsteinpuppen kennt ja jeder. Jetzt reiße ich dir Puppe den Kopf ab. Nein, darum geht das nicht. Es geht eher ein bisschen auch um das Friedensthema. Es geht halt auch darum, dass er findet, dass Kinder sowas wie Poeten sind. Also ein ganz toller Text eigentlich, ein Video. Das ganze Video ist quasi einfach nur dunkel. Es gibt keine, alles im Dunkeln spielt es quasi. Alles sehr dunkel und irgendwann kommen die mal raus ans Licht und es ist eigentlich sehr merkwürdig, ja, schwarz-weiß. Ich weiß nicht. Es ist kein besonders gutes Video, aber es ist ein interessanter Song und das Video ist halt passt irgendwie in den Sturm. Es ist düster. Nein. Und dunkel. Oh nein. Okay, das nächste ist jetzt kein Video, es ist ein Tanzvideo von Kevana Black, der Indo-Style. Ich mag die Tanzmuster drin. Und den Song, das ist richtig gut. Also so ist Cypher-Tanz oder so. Ja, genau. Industrial Dance heißt der, glaube ich, im Fachjargon. Ist mein Lieblingssong, weil der tanzt sich gut. Ich habe den auch dazu getanzt. Das ist auch einer meiner Tanzsongs, die ich nehme eigentlich, weil die sehr gut sind. Weil der Song sehr gut ist. Ist ein schwarzes Cypher-Gefahr, was die anhat. Sieht wirklich toll aus und die Tanz ist super. Der letzte Song ist ein Song, den jeder kennt, der das erste Die Art-Album schon 100.000 Mal durchgehört hat. Black Dust. Black Dust in the Air. Black Dust. Black Dust. Also schwarzer Rauch. Dieses Video ist von 94, das haben sie bei einem Chemieunternehmen aus Leipzig aufgenommen. Das ist so krass. Also zwischendurch kommt dann so bei den ganzen Reviews plötzlich mal krasses Gesicht. Sieht total mystisch aus. Also wenn es ein Spielfilm wäre, wäre es, glaube ich, ein faszinierender Spielfilm, glaube ich. Also ist schon, hat so Spielfilmqualität, muss ich sagen. Das habe ich durch Zufall gefunden, habe es gar nicht gesucht. Ja, das ist ein tolles Lied und die Lieder würde ich halt, es sind auch sehr gute Songs, aber auch die Videos sind sehr gut von diesen Liedern. Obwohl das Video Puppen nicht unbedingt ein gutes Video ist, aber es ist das einzige von den vielen Stimmen, was es gibt. Also, das Lied ist gut. So, jetzt sind wir bei Apollo gelandet. Ja. Was haben wir uns nämlich überlegt? Immer, wenn man ihn was fragt, dann sagt er immer nur, und dann sozusagen. Tolle Antwort. Und ich habe ja ein Interview, wo er quasi den Kanzler mitmacht. Also der Moderator kann ja auch nicht sprechen. Also beide können nicht sprechen eigentlich. Wow, passen sehr gut zusammen. Passt ja gut zusammen eigentlich. erzählt er halt auch, dass er 4 Jahre lang im Bandhaus im Vorstand gesessen hat. Naja. Im Vorstand. Dieser Mensch im Vorstand. Macht der im Vorstand. Und er erzählt dann auch so zu sagen. sozusagen. Alle klatschen. Ja, genau. Der hat nichts gesagt, aber trotzdem klatschen alle. Also. Ja! Er hat sozusagen unser Vorstand. Ja. Hä?
Bin kurz davor, mal kurz einen kleinen Seitenhieb, was wir uns schon im Bus überlegt haben. Ich meine, die Art verschreitet sich mit dem einzigen Schlagzeuger, der keinen Putztick hat. Sehr komisch, oder? Und der Polo putzt dann immer abends dann und statt gerne mal schlafen und trotzdem wollen sie ihn behalten dann. Was hat dann Makais und Gumpi für Augenringe? Augenringe wie Autoreifen. Ja. gut, also die haben einen Produzenten mit Putztick, den Jeans und einen Apollo mit Putztick im Schlagzeug. Ja. Gott, ey. Ganz toll. Ja. Also wirklich. Und der nichts hat, den schmeißt er natürlich raus. Ist ihnen zu einfach. Ja, genau. Wir werden heute auf jeden Fall noch die Hörner wollten noch anmalen. Ja. Ich habe heute gestern Stifte dafür geholt, die man uns anmalen kann. Ja. Weil habe hätte hoffentlich, weil es Kunststoff ist. Also ich habe mich um Stifte gekümmert. Ja. Genau, Musikvideos gibt es ja verschiedene, gibt auch andere, gibt ja auch sehr gute, gibt ja auch von Rammstein auf gute Musikvideos. Also da könnt ihr euch auch mal irgendwas angucken, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, übrigens, die Art bringt jetzt im Oktober ein neues Album raus. Ah ja. Deswegen müssen wir nochmal Folgendes sagen. Komm. Gumbrecht! Gumbrecht! Oh nein. Haben wir lange nicht mehr gesagt, oder? Ja. So, Pause jetzt vorbei und ich möchte noch einmal kurz, was ich zum Schluss noch was etwas Trauriges sage ich jetzt mal, denn es ist jetzt letzte Woche ist jemand von uns gegangen, den ich sage ich mal gar nicht denke, ist ein Lyriker gewesen, er nannte sich, warte mal, wo ist der Name? Ich muss ich ernsthaft bleiben, finde den Namen nicht. Er nannte sich, sind wir dann hier, Nachruf von Bert Papenfuß, Gorek. Er war ein Lyriker, kam aus Norddeutschland, im Ostteil von Norddeutschland und er hat viele so eine gesellschaftlichen Gedichte geschrieben, sich überlegt, also viel über die Gesellschaft geschrieben. War immer sehr, hat in Prenzlauer Berg in der Punkszene sehr viel verkehrt und hat einen Song gemacht oder ein Lied und einen Text, den später Herve Peking vertont haben, den ich sehr toll finde. Es gibt keine Freiheit und da werde ich mir euch mal ein kleines Stückchen daraus erzählen. Also, weil der Song ist krass, finde ich. Warte mal. Ah, hier haben wir das doch, genau. Schauen. Musst du einmal kurz raufgehen. Ich habe den Ton sowieso schon aus, weil der Text ist da drunter. Also auf jeden Fall Ruhe und Frieden, Bert Papenfuß. Und er wird seine Gedichte werden wahrscheinlich weiter von Herrn Peking vielleicht weiter vertont. Ich denke, er wird nicht vergessen werden. Ich kann jetzt außer dieses Gedicht nichts von ihm. Ich kann ja mal anfangen. Es gibt keine Freiheit, heißt es. Es gibt keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Es gibt keine Freiheit für die Freunde der Freiheit. Die Freiheit ist eine Chimäre, sie schweigt stets in einer Affäre. Die Freiheit wird nicht kommen. Freiheit wird sich rausgenommen. Durch tätige Befreiung abgetrotzt, in die Fresse der Peiniger gerotzt. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur der Bourgeoisie. Demokratie genannt, unser aktuelles System. Sklaverei ist gemeint. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur des Proletariats. Sozialismus genannt, bestenfalls Toleranz. Meine Lieblingszeile kommt jetzt. Die Freiheit wird nicht kommen. Freiheit wird sich herausgenommen. Wird Staatsapparaten abgetrotzt und in die Klos der Büros gekotzt. Schön, nicht? Und zum Schluss gibt es noch eine schöne Textzeile hier. Hier. Die Freiheit wird nicht kommen. Freiheit wird sich rausgenommen. Steinen waren wir doch alle schon mal. Durch Empörung werden wir Metall. Aha. Also Metal-Bands sind immer sehr empört. Es gibt keine Freiheit im Atomkern. Dort geht alles ausnahmsweise seinen geregelten Gang. Es gibt keine Freiheit. In der Regel, im Trudel der Revolte, springt die Qualität. Es gibt keine Freiheit, die Freiheit wird nicht kommen, Freiheit wird sich rausgenommen, die richtige Schwingung im Gang und schon tanzt Zweck mit Zwang. Es gibt keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, da kommt es nochmal von vorne quasi. Ja, das ist der Text und es geht ein bisschen darum, dass es nur Freiheit geben kann, wenn es andere keine Freiheit haben. Also ich meine, wir haben nur Freiheit, weil zum Beispiel unsere Klamotten teilweise ja in China produziert werden, da die für uns arbeiten, müssten wir selber unsere Klamotten produzieren. Würden wir keine Freiheit haben, die wir jetzt haben, tatsächlich. Deswegen ist die Freiheit immer die Unfreiheit der anderen. Wahrscheinlich darum geht's. Auf jeden Fall. Achso, wir wollten ja noch, wer will, die eine Figur,
Thaddäus. Mhm. Magst du noch kurz was zu Thaddäus nochmal sagen? Ach so, ja. Das ist ja wohl an der dein Pass. Okay. Ach so. Ja, ich wollte nur ein bisschen noch was zu Thaddäus erzählen, weil es gibt eine Geschichte, in der er sich auch das Leben genommen hat und die heißt Thaddäus Selbstmord und es ist halt so eine Geschichte, in der hat er sich halt erschossen mit einer Pistole, also hat er sich auch erschossen. Wieder der Wahl. Wieder der Wahl, das immer. Ja. Okay, ja, das ist auch Rest in Peace, auch wenn es nur eine Figur ist, aber ich denke, Figuren können ja manchmal auch so, vielleicht von dem, der, das ist auch ganz, hast du es mir nämlich erzählt? Mhm. Genau, also gut, bei Papenfuß ist einfach, ich glaube, der schwere Krankheit, einfach verstorben. Also ja. Der ist, hat sich nicht das Leben genommen, das ist relativ. Er verlässt, hat ein Kind und eine Frau wohl gehabt, der Bert Papenfuß, und hat viele Sachen geschrieben. Nun gut. Gut, das war jetzt unser etwas Trainer, war ganz lustig bis traurig, war alles dabei. Also wenn es für uns eine Kategorie geben würde, war es wieder ein richtiger Düsterwurm. Okay, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr den Podcast hört, dann werdet ihr feststellen, dass ihr irgendwie weiter scrollen könnt, weil weiter skippen könnt, nicht scrollen. Das ist ja egal. Ja, genau, so kann es auch. Ne? Immer scrollen hier. Nun gut. Ja, sprechen ist, was wir Leute, die das können. Ja, genau. Ich gehöre nicht dazu. Okay, warte. Ich muss euch mal ganz kurz, warte mal, wenn ich einen Kleber anstelle, könnte ich den Security-Sitzer mich so ranhalten. Dann muss ich hier irgendwie.